Hallo Leute, mein Name ist Hotzasi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Wir haben die letzten beiden Folgen uns um Optimierung gekümmert und das wird sich auch dieses Mal nicht wirklich ändern, denn wir brauchen mehr grüne Chips, damit wir mehr rote Chips bekommen. Wir bekommen mehr rote Chips, wenn wir mehr grüne bekommen. Drum hier mal reinbauen. Es fehlen uns rote. Hier könnten wir nämlich ein Beacon in der Mitte platzieren. Und das sollte doch etwas helfen, denn mit einem Beacon können wir nicht nur die Geschwindigkeit von einer Maschine erhöhen, sondern allen, die da im Umkreis stehen. Brauche natürlich auch Geschwindigkeitsmodule dafür. Ich hoffe, dass ich hier oben zwei finde. Nein. Einzelner. Okay. Haben wir genügend in der Tasche, sodass wir ein weiteres Modul machen können. Das dauert noch ein Weilchen. Natürlich hier hinten kommt gar nichts an. Wir brauchen die Grünen brauchen wir eigentlich auch nicht. Haben wir nur so der Vollständigkeitshalber. Drum haben wir von den Grünen auch nur einen Slot, während wir von allem anderen zwei Slots haben. Haben wir es gleich? Okay, dann wollen wir mal schauen, ob mein Plan da aufgeht. Hier. Brauchen wir hier überall, denn ISO erreicht gerade mal die hier und dieser die hier. Das heißt, dieser mittlere, der kann grundsätzlich von zwei Beacons profitieren. Aber der ganze Rest nur von einem. Und dieser, das Setup ist hier so ausgelegt, dass wir gleichmäßig Kupferkabel produzieren, sodass wir diese zwei Maschinen kontinuierlich laufen lassen können. Mit der doppelten Geschwindigkeit bei der Maschine hier in der Mitte werden wir etwas mehr Kupferkabel produzieren, als wir benötigen. Aber ist nicht das Ende der Welt.
Okay. Lässt sich das sehen? Immer solche Schwankungen drin. Kann das daran liegen, bekommen wir zu wenig Eisen raus, zu wenig Kupfer. Liegt einfach zu wenig an. Okay. Wir brauchen ein paar Förderer. Wir brauchen eigentlich ein paar mehr Förderbänder. Dann können wir da mal schauen, ob wir da etwas mehr rausbekommen. Vielleicht ist es auch einfach nur die Beladung. Wollen wir mal schauen. Ah. Machen wir hier mal noch was, denn wenn unser Zug schneller fährt, ist er weniger lange unterwegs und das Material ist schneller bei uns. Dann gehen wir mal hier runter. Okay. Hier auf dieser Seite kommt einfach zu wenig raus. Natürlich auch nichts. Da praktisch alle Förderer mehr dazu beitragen. Was wir machen können ist, unteren hier einfach hier dran, ist das Ganze vielleicht etwas ausgeglichener. Wenn wir hier etwas mehr Platz hätten, könnten wir natürlich einen schönen Filter reinbauen, so dass wir überall gleich viel reinbekommen. Was wir machen können ist
So, okay. Dann lassen wir es doch hierbei. Und haben quasi den Bypass hier rüber geht. Ich denke, das löst das Problem hier. Mal schauen, ob wir vielleicht beim Eisen eine ähnliche Situation haben, wo ein Waggon einfach zu wenig schnell gefüllt wird. Ja, hier hinten kommt natürlich schon weniger rein. Okay. Ah, das ist ein bisschen ein Gebastel. Aber so funktioniert's. Natürlich wäre es besser, wenn wir hier überall Stapelgreifarme hätten. Aber die blauen, die tun's auch. Die sind relativ schnell. Okay, das Ausladetempo ist akzeptabel schnell, würde ich sagen. Die Frage ist, bleibt nicht wirklich viel drin übrig. Vielleicht probieren wir einfach zwei zusätzliche Züge, so dass, wenn der eine Zug am Entladen ist, ein weiterer bereits beladen werden kann. Ich habe weder Lokomotiven noch noch Waggons in der Tasche. Lass mich die rasch holen. Dann können wir mal schauen. Okay. Grünen stauen sich bis hier, und das heißt, hier sollten wir bald
ein volles Band reinbekommen. Und das hier, das was durchgeht, das könnten wir nach Rot updaten. Denn wir gehen mit zwei gelben rein und legen das auf ein je auf ein halbes Band. Das heißt, wir können das Band, das dann weitergeht, doppelte Geschwindigkeit. Das sollte immer noch funktionieren. Aber eins nach dem anderen, zuerst die zusätzlichen Züge, und hier ja, Eisen, da kommt einfach zu wenig durch. Gemessen an dem, was wir verbrauchen, hier Kupfer geht auch dem Ende zu. Gut, dann das geht zum Eisenerzfeld. Volles Frachtinventar, Eisenerzbahnhof, leeres Frachtinventar und los geht's. Und das gleiche für Kupfer. Kupferfeld, volles Frachtinventar, Kupfererz, Bahnhof, leeres Frachtinventar. So, das, was uns jetzt möglicherweise passiert, ist, dass da wir auf der Strecke stehen. Nein, tun sie nicht, aber wir wollen. Ah. Ein Zug hierhin. Ein Zug hierhin. Das heißt, der nächste Zug sollte hier vom Bahnhof nicht losfahren, solange der noch hier am Laden ist, sondern erst wenn dieser Bahnhof frei wird, fährt er hier raus. Ziel ausgelastet, genau. Sobald dieser voll ist, sollte dann dieser hier losfahren. Wunderbar. So mag ich das. Und die Frage ist jetzt wirklich im Wesentlichen, bekommen wir so die Menge an Erze rein, die wir brauchen, um da oben zügig zu schmelzen. Und lass uns hier am Abschluss dieser Folge noch kurz bei den grünen Schaltkreisen vorbeischauen, denn ich glaube, ich habe gesehen, das eine Band, ja, staut sich. Wunderbar!
Wir können das natürlich noch viel mehr pimpen, aber nun sollte doch etwas vorwärts gehen. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.